Hallo und grüß euch, ihr Gefundenen da draußen. Ja, und einen wunderschönen guten Vormittag, Mittag, Abend, schrägstrichst und die Nacht. Und für alle, die es noch werden möchten, können, sollten oder sich zwischen Ho-Oh und Lugia entscheiden zu müssen, es funktioniert im Endeffekt dann gar nicht so wirklich, oder man kann sich mit keinem dieser Wege identifizieren, also geht man in der Mitte geradeaus und nimmt Celebi. Langsam, gibt es Digimon in dem Spiel? Nein, das ist aus Monster Ranger. Das ist mit den Karten, ne? Mit dem Togepi mit eiskaltem Blick. So, Spiel fortsetzen. Es ist jetzt nur die Frage. Mach du die Zusammenfassung. Dass der Bruder plötzlich der Wolfsbruder gewesen ist. Okay. Und den Ella. Okay. In das Loch. Ja. Geworfen hat. Mit sich selbst. Ja. Also der Obed und der Ellen. Da kommen wir her, oder? Ja, da kommen wir her. Genau. Der Obed und der Ellen sind in das Loch gehen. Plumpsklot. Kriegen wir da Besuch? Vermutlich. Das ist doch die perfekte Möglichkeit oder der perfekte Moment, da jetzt noch einen Erste-Hilfe-Koffer zu verstecken. Wirklich. Also besser wird's nimmer. Wo ist denn jetzt eigentlich sie? Gute Frage. Schon, gell? Die spawnt. Stimmt. Offensichtlich. Na gut. Wir sind auf Caution. Wir haben nicht mehr wirklich viel hier jetzt dazu melden und zu tun. Gegenstände technisch sind wir auch schwer. Ich hab's gewusst. Die Metallflasche ist ein Leben. Vom Wasser deswegen war die Rede. Haben wir vier. Mhm. Weil das Wasser heilt ja. Nun? Deppert. Muss da mal erfahren. So. Und nachdem dies geklärt ist. Okay. Ein Seil. Es gibt ein Seil. Ins Loch? Ins Loch. Habe ich mir fast gedacht. Lauft nun die den Weg hoch, doch seid auf der Hut, hier wimmelt's von... Da waren wir schon. Es ist still. Oder gibt's da einen zweiten? Gibt's ein zweites Loch? Nein, es gibt einen zweiten Durchgang. Schau, wir sind von da gekommen. Das Ganze jetzt ohne Ding. Das heißt, da, wo. Sind wir jetzt da rausgekommen oder da? Hm? Weil da hast du einen und da hast du eins. Das ist jetzt nur die Frage aller Fragen, die sich hier stellen. Aber weißt du was? Ich glaube, beim linken, oder? Ich hätte jetzt fast gesagt, in das, weil da sind zuerst Monster rausgekommen. Ich weiß aber nicht. Weißt du was? Wir machen es so. Wir machen einen Speicherer. Benutzen. Wir benutzen nun dieses Speicheramulett, so 17, 18. Wir benutzen das da. Beim Schwarzpunkt-Tunnel. Mhm. Schwarz. Wir haben jetzt kein Speicheramulett mehr. Und schauen jetzt. Genau, ab jetzt ist es ein Roguelike, ne? Bzzzt. Sind wir da gekommen? Ich weiß ja nicht. Ich meine, gut, das war vor 10 Minuten. Nicht einmal. Ja, ist halt so, wenn man das Gedächtnis von einem Fisch hat. Ne? Von welchem Fisch? Ah. Okay. Gehen wir da rauf? Du kannst es tun. Aber eigentlich ist das ja sinnlos.
Weil die sind ja runtergegangen. Und wir gingen jetzt auf. Okay. Warst du gut im Seilklettern in der Schule? Schreib das in die Kommentare. Überhaupt nicht. Geht mir auch so. Da müssen die in der Unterwelt bleiben. Möchten sie die Wand herabsteigen? Nein, Moment nicht. Brücke! Du kommst hier. Du kommst nicht vorbei. Ja. Hier Johnson. Was? Hier spricht Johnson. Frederick Johnson. Ja, was zum... Ich habe Ihren Funkverkehr die ganze Zeit mitgehört. Verdammt. Sie sagen mir besser sofort, was mit Fiske passiert ist. Ich bin nicht sicher. Ich glaube, Lamb hat ihn liquidiert. Aber warum? Ich muss Ihnen was sagen, Carby. Bis vor kurzem habe ich für die Regierung gearbeitet. Ich sollte Christopher Lambs Organisation unterwandern, aber mein Boss wurde abgesägt. Jemand hat uns verraten und ich bin aufgeflogen. Blödsinn! Erzählen Sie von Fiske! Ich glaube, Lamb hat Ihren Freund beseitigt, weil er zu viel über Shadow Island und die Mortons wusste. Sie wissen bestimmt, dass Fiske einmal Mitglied im Büro 713 war. Und Sie? Sie haben einfach zugesehen. Ich wusste nicht, was los war. Und selbst wenn ich es gewusst hätte, ich hätte nichts tun können. Haben Sie die Tafel? Machen Sie Witze oder sind Sie wirklich so blöd? Sagen Sie bloß, Sie wissen nicht, dass Lamb die Übersetzung hat. Naja, dann sieht es sehr schlecht aus. Tun Sie Ihren Job, ich tue mein Ende. Das ist mein Boss, oder? Welch, keine Ahnung, ich glaube... Welch unerwartete Wendung, dass da die ganze Zeit jemand mithört. Ja, du wissen es, stirb. So. Gingen wir da jetzt eh nicht zurück? Nein. Ich hab da irgendwie so das Gefühl, dass ich es zurückgeben. Ja, doch nervös. Hab keine Symbole, die ich nicht entziffern kann. Das ist okay, aber ich wollte eigentlich dann danke. Entziffern. Aber da geht's sicher noch weiter. Aus der Richtung sind wir gekommen. Aus der Richtung sind wir gekommen? Ja. Oder? Aber nicht. Ach Gott, mein Orientierungssinn trat sich schon wieder. Da sind wir aus der Richtung gekommen. Jetzt verunsicher mich nicht. Mir wurde hier ein Kristall versprochen. Okay, dann hab ich mich ver... Geht, sag bloß, du kennst dich nicht aus. Hab ich mich verfahren. Das glaube ich nicht. Falsch abgebogen. Wie immer. Im Leben? Jo. Ist okay. Das Leben ist keine Einbahnstraße, mein Freund. Kehr um, solange du noch kannst. Ja, nur ich bin am Verzögerungsstrafen eingeschlafen. Wow. Ja. Fair. So, du. Wie schauen wir... Ja. Aber wir haben Metallflaschen. Und wenn wir Metallflaschen haben... Das schaut so aus. Ja, gut. Da rechts in irgendeinem von den Lücken könnte was drin sein. Oder? Die Spannung steigt. Ich nehme mal an, da geht es dann weiter. Oder auch nicht. Das heißt, wir schauen uns dieses Loch nun doch an. Loch die doch? Nein. Weil da hier vorne, vielleicht war hier vorne noch was gewesen. Da glaube ich, dass wir sogar hin müssen, weil das dann nämlich zuerst noch Sackgasse ausgeschaut hat. Mhm.
aber einen Kristall zu finden ist hier sehr wertvoll. Ja, das ist es. Okay, gut, da geht's weiter. Vielleicht doch. Das heißt, wir schauen. Dilili. Dilili. Das ist rechts. Okay, das ist rechts wieder nur. Links, geradeaus. Nur tote Monster sind gute Monster. Kehr um und tu Busse. Ich soll Autobusse machen? Bzzzt. Bzzzt. Die wurden aber geblitzt, Dingst hier. Ja. Liegt da was? Probier's. Warte. Es gibt Kameraperspektiven, da wirkt es ziemlich unübersichtlich. Offensichtlich, was du hin musst. Dann geht es in die nächste Kameraperspektive und es schaut anders aus. Das ist richtig. Okay, da geht's an. Ah, das ist die Runde, okay. Mhm. Na gut. Das ist das Leben. Das Leben ist ein Kreis. Aus einem anderen Blick, aus einem anderen Blickwinkel schaut alles ein bisschen schräger aus. Was man zuerst dachte, dass es ausschaut, Alter. Sind wir von da gekommen? Kommen sind wir von links, oder? Also von rechts. Da können wir noch rein. Na, am Anfang sind wir da vier gegangen. Weil da bist jetzt am Anfang, glaube ich, oder? Der war schön. Hätte ich jetzt. Nein. Welch fantastulöser Kristall. Ah ja, ist doch blau, okay. Der hat kurz so unten ja. Unblau ausgeschaut. Nein, aber ich glaube, da waren wir jetzt noch nicht, oder? 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 Nein, ich denke nicht. Hey, Kinder. Keine Ahnung, da kann man reingehen. Ich glaube, da waren wir noch nicht. Hm. Ja, gut. Da schaut aber alles gleich aus. Und die Kamera. Was wollt ihr jetzt schon wieder? Ich muss Sie warnen. Rem hat noch mindestens einen weiteren Kontaktpunkt gefunden. Na toll, er weiß, wo die Tore sind und wie man sie öffnet. Aber was sucht er? Ich weiß nicht genau. Das sollte ich ja gerade herausfinden. Ich glaube, er will die Arbeit der Wardens für sich benutzen. Und warum haben Sie mir nicht früher Bescheid gesagt, wenn Sie das wussten? Ich dachte, meine Tarnung wäre gut. Aber Lem ließ mich überwachen. Und als ich dann meinen Boss anrief... Schluss damit. Sie brechen mir das Herz. Hören Sie, Kami. Ich weiß, dass ich Ihnen unter Lieber schulde. Ich habe einen zuverlässigen Freund, der eine Hubschrauberfirma betreibt. Wir kommen Sie in 1 bis 2 Stunden holen. Halten Sie so lange noch durch? Na, was? Ende. Oh Gott, das gut. Ich habe das Gefühl, lauf. Nimmst du bitte den Arschkristall, du Fotzenkind. Du verhaltenskreativer Mensch, du. Na, wurscht. Das ist jetzt einfach lauf.
Lufen. Lufen. Gott sei Dank. Ich meine, wenn das so nur die kleinen Viecher sind, ist ja das eh meistens so ein gutes Zeichen, dass man da einfach läuft. Oder etwa nicht. Die Lebensanzeige war grün. Die Lebensanzeige ist grün. Also immer noch. Nein, ich habe einmal eine Metallflasche genommen. Achso. So heißt es, ist nur noch eine da? Nein, zwei kleine. Oder etwa? Okay, zwei. Passt. Da kommt. Jetzt bitte, danke dir, zu freundlich. Bitte stellen Sie dir nicht schon. Stellen Sie dir nicht schon. Okay. So un. Stellen Sie dir nicht so un. Speichermolett haben wir nicht mehr, gell, ich frage. Nö. Liegt da was? Bitte lass da was liegen. Aber hier liegt nichts. Nein, ich will mich da nur umschauen. Okay, da geht's auch hin drin. So, wir haben das Thema ja schon erörtert, Pizza motiviert, deswegen muss man da jetzt ein bisschen Motivation sagen. Okay. Motiviert. Komm, ich weiß, das funktioniert. Es ist eine zahre Partie, aber der Triumph wäre viel kleiner, wenn man ohne Probleme durch das Spiel durchkommen wäre. Viech von links. Findest du gerade, dass das zach ist? Nein, eh nicht. Ich finde es gerade cool. Aber Motivation, ich weiß, dass man das durchbringen hätte. Auf jeden Fall, das wird. Das werden wir durchbringen. Stör dich nicht so an. Zauberer. Na, hoch zu, Zauberer. So, da gehen wir wieder back to the roots. Da sind wir eingesperrt. Ah! Climb up the hill oder am Stannerhaufen. Ah. So, und da liegt jetzt der Amulett. Oder nicht? Warte mal, wenn wir da rein können, können wir auch dort hier nicht rein. Doch, gibt's da was? Speicheramulett war super, war voll süß. Na, Denkste denn? Huhuhuhuhu. Naja. Diese Dreidimensionalität auf einmal. Ja. Ah. Doch nicht. Okay. Dass da Kanten ist, habe ich nicht gesehen. In diesem Bild. Das schaut mir so aus nach einer Situation, dass dir das Spiel sagt, lauf. Schimmert, also, schimmert da was. Da bitte auf das gut reagiert. Guten Skripperchen zielen. Danke. Bitte. Na. Ja. Blitzen. Oh, nein. Waffen. Ist gerade sehr. Müssen wir da weiter, müssen wir in die Richtung. Geh bitte. Weißt du was, dann müssen wir vielleicht in diese Richtung. Jo. One baby one. Wir rennen da jetzt zurück, gell? Nein. Glaube ich nicht. Sind wir da nicht runtergehupft?
Ja. Sicher. Alter, du hast ja einen noch schlechteren Orientierungssinn wie ein Stein. Und ein schlechter Stein. Jetzt weiß ich, warum du nur Strategiespiele spielst. Weil da die Karten übersichtlicher ist. Nein, du darfst dich so, wenn du in echt irgendwo mal dunkel gehst, dich sowas von verlaufen. Aber wir sind bei einer Tür. Und eine Tür ist immer was Gutes. Und die Viecher kommen jetzt nicht nach. Yes. Yes. Gut, erneut auf Caution. Gott, gehen wir dir am Arsch. So, dann machen wir jetzt noch einmal aus. Ja, hilft ja nichts. Wir brauchen es ja. Hm. Checken können wir eh immer. Können eigentlich nichts machen. Na, wenigstens wieder Munition. Ich bin in einem sehr großen Raum mit gigantischen Säulen. Dann sind sie fast da. Beeilung. Ja, da waren nur ungefähr 12 Milliarden Hunde, ich hab's gezählt. Hundlinge. Hundlinge. So, aber vor dem Abschluss wäre doch so eine Speicherung nochmal ganz... Echt wahr? Nur was brauchen wir dafür? Ein Speicher-Amulett. Speicherplatz? Die, Speicherplatz auf der Memory Card? Zweifelnder Blick. Wieso zweifelnder Blick? Ich weiß eh, stimmt schon. Sorry. Alles gut. Speichel-Amulett. War super, gell? Speichel-Amulett. Wo ist das Speichel-Amulett? Speichel-Amulett. Bitte, komm. Wenn ich mich irgendwo... irgendwo noch ein bisschen... ein bisschen Speicher... ein bisschen Speicheramulett, ein bisschen... Pilo zum Speichern hier. Es gab mal vor ein paar Jahren eine Sparwerbung mit einem redenden Geldbörsel. Die gibt's eh noch. Also das kommt immer wieder. Okay. Ja, ich bin eigentlich schon vor einer Weile ausgestiegen aus dem normalen Fernsehgeschäft. Ja, aber die wird auf YouTube mir sogar gezeigt. Manchmal. Bisschen Speicheramulett haben von SPC. Komm, und da liegt jetzt drapiert ein Speichelamulett. Oder Glühwürmchen. Nein, das ist wahrscheinlich... Wasser? Ja. Und jetzt fülle ich meine ganzen Flaschen auf. Kann man es nicht verwenden. Ja. Natürlich spannt die Flüssigkeit, sieht aus wie Wasser, aber sie phosphoresziert. Ja. Hast du es hier jetzt wieder vier? Weil eine Flasche, vier Ladungen. Alter, ich bin so klug. K-L-O-K, jawollo. Passt. So, zu meiner Maßen und zu meinem Happiness brauche ich jetzt nur mehr Speicheramulett und ist alles okay. Ach ja. Bitte. Weißt du, was ich befürchte? Kein Speichelamulett für den guten Rock. Das schaut aber noch Speicheramulett aus, komm. Da, 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 da. Reiß die Hütte ab. Reiß die Hütte ab. Weißt du, dass das eigentlich eine richtig coole Melodie ist? Wie ich finde. Ich meine, der Text, ja okay. Aber genauso wie ein Speicheramulett, was genau hier liegt. Das was? Das was. Ist ja wurscht, gut dann nicht. Ey, wurscht. Brauchst du ja nicht. Speicheramulett. Da liegt wer Totes. Ein Moment, okay? Abkhaniskrieger. Abkhanisen. Gut, da liegen ganz viele hinige Leute. Und diese ganz vielen hinigen Leute.
Komm, komm, da haben wir eine Chance, dass das ist. Speichern mal nicht. Speichern. Speichern. Reiß die Hütte ab. Da sind aber viele gestorben hier. Na komm, und irgendeiner muss ja so ein Speichermolett umhaben. Los. Gebanntes ja. Schweigen, ja, da blitzt was. Ja. Gut, wenn wir hier hingehen. Nimmst du das jetzt bitte auf, was immer das auch ist? Das blitzt! Und das schaut nicht noch ein Amulett an. Drei Büsten, zwei Köpfe fehlen. Ja, die haben wir. Das ist das Ausschaltsignal, Symbol von... Stimmt, von Dingen. Von Dingen, von Computerdingen. Ja, genau. Starten. Die zwei, ja. Die wir im Inventar haben. No shit, Sherlock, aber... Da muss ich ja noch eins. Jetzt komm. Die Bewegung haben wir. Na komm, da liegt eins. Ich weiß ja, gib's her. Na komm, sei kein Arsch. Dann, gut, dann gibt es sogar einen extra Raum für das Speicheramulett. Nämlich dieses hier. Kessel nach unten. Muss so passieren, sonst ja. Jetzt habe ich es verschrien, gell? Na, die Musik möchte dich nur gerne verarschen. Bedrohliche Musik und dann passiert nichts. Funktioniert! Fühl mich verarscht. Bist du ein Spei? Gottes Willen! Warum sagst du das, Boah? Bringt mir das um? Endboss. Das riecht so nach Endboss, gell? Stopp. Komm! Ja wurscht, da kannst du nichts machen, aber das passt schon, das ist okay. Nutzen wir da gerade einen Bug aus? Immer eine Frage von Freund. Oder ist das fürs Quer? Oder vielleicht muss man den an. Okay, ich habe nichts gesagt. Gerade wollte ich sagen, vielleicht muss man den anzünden, aber. Jupp. Wir gehen nochmal auf. Gegenstände, nehmen die zweite Flasche. Jetzt lass dir mal Zeit, Bruder, ja? überhaupt keine Zeit für die jetzt. So, wir haben das photoelektrische Pulsar. Ja. Leuchtkugelpistole. Wir haben auch noch einen Granatwerfer. Komm, wir ballern jetzt, was geht. Was ist das? Ah, das ist wahrscheinlich, was man für... Das ist ein Wurscht. Und der locht mich noch aus. Aus dem Grund ist eine Lebensanzeige bei Gegnern eine schöne Erfindung, ne? Ja, aber ist nicht überall. Also ich spiele ziemlich oft bei JRPGs zum Beispiel.
hast du sehr oft, dass dies nicht der Fall ist. Hm. Mir ist aber auch lieber mit. Vor allem, dass man sieht, ob das, was man macht, gut ist oder nicht. Hm, ganz genau. Das sind, glaube ich, immer so Zeiten zum Nachladen. Hm. Jetzt bitte renn, du Eierkopf. Alter, diese Steuerung, wirklich. Mhm. Du gewinnst dann natürlichen Abstand. Ja, jetzt guck. Alter! Bitte rein weg. Bitte sein. Ah, der lebt ja immer noch. Echt wahr? Ja. Das ist ja. Wie hast du das jetzt so schnell rausgefunden? Du hast ihn schon ein paar Mal auf den Knien gehabt. Echt wahr? So. Und irgendwann ist genug, irgendwann steht man nicht mehr auf. Probieren wir das. Ich meine, viele Möglichkeiten haben wir eh nicht. Wir können eher weg. Wir haben ein Foto. Ding haben wir noch da, aber da ist er halt relativ weit weg. Das heißt, schauen wir, ob das was hilft. Mit einem Schuss noch. Und jetzt Plasmakanone. Und jetzt da viel Glück, genau. Ja, schau mal, ich habe das Gefühl, dass wir eine Erinnerung machen müssen. Mhm. Schau, das ist ein Blinzen. Gott. Dann schauen wir mal bei Blitzgewehr und gucken mal nach, was hier passiert. Warum geht der jetzt weg? Wird auch zu weit entfernt. Ein Pulsar haben wir. Ja. Weggepulst? So gut wie. Aber ewig geht das halt jetzt auch nicht mehr. Und Tod. Des Todes. Game over. Na gut, dann riechen, schmecken, fühlen wir uns im nächsten Part noch einmal und sehen uns das Ganze noch einmal mit etwas mehr, wie soll man sagen, Geduld an. Contenance. Contenance. Insofern. Grüß euch. Tödelü.